Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung aus dem Bundestag. Und heute ist bei mir zu Gast Dr. Roland Hartwig, AfD-Bundestagsabgeordneter. Und wir wollen reden über den Parteitag in Dresden und über die allgemeine Lage natürlich, was los ist. Parteitag in Dresden hat zwei Dinge gehabt, die, glaube ich, die meisten interessiert haben. Sie wollen nicht mehr in der EU bleiben als AfD und in der NATO auch nicht. Da fragen sich doch manche, was ist denn Sie gefahren? Also wir haben schon in unserem Parteiprogramm seit 2016 die Forderung, die EU zu reformieren. Sie hat sich ein anderes als auszutreten. Ich komme noch dazu. Und was wir gesehen haben in den letzten Jahren, ja Jahrzehnten, dass die EU sich zu einer Monsterbürokratie entwickelt hat, immer mehr Aufgaben von den Nationalstaaten wegnimmt und damit auch die Souveränität dieser Staaten aushöhlt. Diese Aufgaben aber selber keinesfalls besser und teilweise richtig schlecht erledigt. Ich sage nur als Beispiele den berühmten Grenzschutz, den es ja nicht gibt, nicht wirksam gibt. Und als zweites Beispiel jetzt auch noch der Einstieg in eine Schuldenunion, was auch in den Verträgen, in den römischen Verträgen überhaupt nicht angelegt ist. Ist sogar verboten. Und deshalb hat ja auch das Bundesverfassungsgericht den Bundespräsidenten erstmal aufgefordert, das entsprechende deutsche Gesetz nicht zu unterschreiben. Sie prüfen. Also alle Reformbemühungen, das war unsere ursprüngliche Forderung, was die EU betrifft, sind gescheitert. Es tut sich nichts. Im Gegenteil, die EU geht weiter ihren Weg zu einer Monsterbürokratie und zur Usurpation von Aufgaben. Und deshalb jetzt ganz konsequent die Forderung, aus dieser EU auszutreten, gleichzeitig aber die positiven Errungenschaften der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zu erhalten, also Austritt aus der EU und Wiederbelebung, Wiedergründung der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, von der wir ja bis in die 90er Jahre alle hervorragend profitiert haben. Wir haben den freien Warenverkehr, den freien Handelsverkehr. Das wollen wir aufrechterhalten natürlich, denn Deutschland als Exportnation profitiert enorm von einem solchen großen Markt. Sie sind ja Jurist und deswegen muss man als Jurist ja erklären können, was ist denn anders? Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, so wie sie hieß, EWG, ging über in die EU, die Europäische Union. Ja. Was war denn anders bei der EWG? Ja, die EWG war eine Wirtschaftsgemeinschaft. Das sind wir doch jetzt auch. Sind wir auch, aber eben viel mehr. Man hat ja seit einiger Zeit damit begonnen, die Europäische Union zu einer Art Zentralstaat, supranationalen Einheit auszubauen und immer mehr Regelungskompetenzen an sich zu ziehen. Und wie gesagt, das letzte eklatante Beispiel ist der Einstieg in eine Schuldenunion. Die Europäische Union will nun selber Geld aufnehmen. Und wir reden jetzt nicht über Kleingeld, wir reden über Hunderte von Milliarden. Das heißt, sie beansprucht nun selber auch Fiskalhoheit. Und das ist in den Verträgen nicht vorgesehen. Ein weiterer Schritt Richtung Zentralstaat, den wir nicht wollen. Also ganz kurz, Sie wollen aus der EU austreten. Und eigentlich wollen Sie nicht aus der EU austreten, sondern Sie wollen die EU wieder zurückverwandeln in die EWG. Ja. Also dann in der Gemeinschaft der EWG aber bleiben. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Das klingt schon wieder ein bisschen anders. Aber das ist auch so beschlossen worden in Dresden. Nur der zweite Teil wird leider oft weggelassen. Nein, das muss man im Kontext sehen. Die positiven Errungenschaften der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, die ja wirklich uns alle Wohlstand gebracht hat, die auch Frieden gebracht hat letztlich in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, die wollen wir selbstverständlich beibehalten. Aber den Zentralstaat, die Monsterbürokratie EU, die wollen wir nicht. Reformbemühungen sind nicht erkennbar, im Gegenteil, es geht weiter in die Richtung Superbürokratie, Zentralstaat und deshalb Ausstieg und Neugründung einer europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Ja, aber wenn man sich mit der EU beschäftigt, dann weiß man ja, dass Brüssel nicht entscheidet als erstes, sondern die Ministerpräsidenten und Staatsoberhäupter im Europäischen Rat zusammensitzen und das vorgeben, was dann Brüssel umsetzt. Das heißt, die zentrale Behörde ist ja nicht die entscheidende, sondern nur die ausführende. Ja und nein, natürlich gibt es auch viele Initiativen, die kommen von der EU-Kommission selbst. Aber Sie haben recht, natürlich wird das sehr stark von den Staatsoberhäuptern geprägt. Aber spielt ja keine Rolle. Wir wollen das nicht. Sie wollen es offensichtlich. Und der Weg ist ja auch noch undemokratisch, denn wir haben Parlamente in Deutschland, die beschließen über wesentliche Vorhaben. Das Europäische Parlament wiederum hat nur Teilrechte und viele Rechte, wo sie überhaupt nicht tätig werden können. Also von daher ist es auch noch ein undemokratischer Prozess, der dort abläuft. Die Exekutive beschließt, Sie sagen es ja gerade selber, und nicht das Parlament. Ein Grund mehr, das nicht weiter mitzumachen. Sie wollen es also reformieren, nicht abschaffen. Ja, um das nochmal deutlich zu machen, wie ist es denn mit der NATO? Da wollen sie auch raus. Zumindest habe ich das den
Schlagzeilen entnommen vom Parteitag. Also das ist ein Thema, das wir auch schon seit Jahren sehr, sehr intensiv debattieren. Man muss leider feststellen, dass die Bundeswehr heute nicht mehr in der Lage ist, Deutschland zu verteidigen. Wir sind also derzeit darauf angewiesen, auf die NATO, auf die Unterstützung durch eben andere Länder. Das war ja auch immer so gewollt, dass die Deutschen nicht wieder so stark werden, dass sie von sich aus ihren Krieg wieder beginnen können. Es geht ja nicht gleich um Kriegsbeginn, sondern es geht um Wehrhaftigkeit. Und zur Souveränität eines Staates gehört natürlich auch, dass er grundsätzlich wehrhaft ist, dass er in der Lage ist, sich selbst zu verteidigen. Und das sind wir eben nicht. Das heißt, das muss man sich mal vorstellen, im Konfliktfall werden eben wesentliche Entscheidungen, die auch Deutschland betreffen, das deutsche Volk betreffen, die Bevölkerung, die Kriegsführung betreffen, in Städten getroffen wie Brüssel, Washington, die eben anderen Hauptstädte anderer Länder sind. Das heißt, unsere eigenen deutschen Interessen spielen dann möglicherweise keine große Rolle. Und deshalb ist die Wiederherstellung der Souveränität, das ist ja ein Kernanliegen auch unserer Partei, gepaart eben auch mit einer Wiederherstellung der Wehrhaftigkeit. Und dazu gehört dann mittel- und langfristig auch entweder eine Reform der NATO oder ein Ausstieg aus der NATO. Das würde ich mal im Augenblick offen lassen. Denn die NATO als Verteidigungsbündnis hatte ihre absolute Berechtigung. Aber wenn wir heute die NATO-Aktivitäten sehen, haben sie ja teilweise einen sehr, sehr aggressiven Zug. Und das lehnen wir auch ab. Ja, aber die Frage ist ja, um auf Deutschland zurückzukommen, wo ist die Wehrhaftigkeit? Wo ist der Feind? Frage ich mich manchmal. Wenn man sagt, die NATO muss verteidigungsfähig bleiben, sie muss modernes Equipment haben. Aber wo ist der Feind? Wen sehen wir als Feind heute an in der NATO? Ist das Russland? Oder sind das die Taliban am Hindukusch? Wie der ehemalige Verteidigungsminister Peter Struck mal gesagt hat, Deutschland wird am Hindukusch verteidigt. Da gehen wir nun raus. Ja. Also ich sehe Russland nicht als Feind an. Ich bin der Auffassung, dass wir immer versuchen sollten, mit allen Staaten, Russland, China, zu kooperieren, Interessenausgleich zu suchen. Aber es ist natürlich auf Dauer etwas naiv zu glauben, dass man keine Armeen mehr braucht für die Zukunft der Menschheit, dass es nur noch Staaten gibt, die friedfertig ihre Konflikte lösen. Und wir sehen es ja auch, wenn wir in die Welt hineinschauen, dass es immer wieder militärische Konflikte gibt. Das heißt, ohne einen konkreten Feind jetzt benennen zu können, ist es trotzdem wichtig, eine Wehrhaftigkeit zu besitzen, was wir eben nicht tun. Und das bedeutet natürlich auch, und das ist auch eine Forderung, die wir bei dem Dresdner Parteitag ja nochmal klar in das Programm hineingeschrieben haben für die Bundestagswahl, Wiedereinführung der Wehrpflicht. Die ist ja nun ausgesetzt seit einigen Jahren. Das heißt, wir wollen, dass alle jungen Männer eben wieder Wehrpflicht leisten. Auf Frauen nicht? Doch, selbstverständlich. Auf Frauen. Und wir hatten ja das große Problem der Wehrungerechtigkeit. Das heißt, ein Teil der jungen Menschen wurden gezogen, der andere Teil nicht. Und deshalb wollen wir auch ein soziales Jahr für alle haben. Das heißt, dass jeder, ob nun als Soldat oder eben im Rahmen von sozialen Unterstützungen, ein Jahr für die Gesellschaft leistet. Alles beschlossen am Parteitag in Dresden und vielleicht nochmal in Gänze im Protokoll des Parteitags nachzulesen. Wie gehen Sie eigentlich als Rechtsanwalt, als Bundesbürger damit um, dass Ihre Partei vom Verfassungsschutz nun beobachtet werden soll, weil sie für unsere Demokratie als gefährlich erachtet wird? Sehr gelassen, weil wir nun leider, und davon bin ich auch persönlich sehr, sehr überzeugt, weil ich auf diesem Gebiet für die Partei 2 Jahre intensiv gearbeitet haben, leider einen Verfassungsschutz haben, der auch politisch instrumentalisiert worden ist. Das heißt, es wird versucht, über eine Diskreditierung unserer Partei als verfassungsfeindlich, möglicherweise verfassungsfeindlich. Naja, wenn man einen Höcke liest, dann kann man schon auf solche Gedanken kommen. Also das müssten Sie mir jetzt belegen, was an Höckes Äußerung verfassungsfeindlich ist, wobei ich auch noch eins sagen möchte. Verfassungsfeindlichkeit heißt ja nicht, dass man irgendwo andere Auffassung ist, als derzeit im Grundgesetz verankert ist. Sondern Verfassungsfeindlichkeit bedeutet ja nur, dass man die Demokratie aushebeln, abschaffen möchte, die Rechtsstaatlichkeit aushebeln oder abschaffen möchte oder dass man eben ein menschenfeindliches Wertbild in sich trägt. Und das werden Sie mir bei Herrn Höcke auch nicht belegen können. Und wenn es noch eines Beweises bedurfte, meine Aussage, politischer Missbrauch, dann schauen Sie sich an, was der ehemalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Herr Maaßen, mehrfach öffentlich geäußert hat.
Er sagte sinngemäß, dass es schon zu seiner Zeit, bevor man ihn 2018 aus dem Amt jagte, immer wieder politischen Druck auf ihn und auf die Kollegen in den Landesämtern gab, die AfD zu beobachten. Ich bitte Sie, politischen Druck auf eine Behörde, eine Konkurrenzpartei zu beobachten. Und das ist jetzt auch, denke ich mal, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir müssen sehen, dass der Verfassungsschutz ein Geheimdienst ist. Und der politische Webfehler liegt darin, dass er eben nicht als neutrale Behörde aufgestellt wurde wie ein Rechnungshof, sondern immer geführt wird von Politikern, Innenministern. Das sind Parteipolitiker der Konkurrenzparteien. Und wir müssen eben leider feststellen, dass einige von ihnen, nicht alle, der Versuchung nicht widerstehen konnten, dieses Instrument, das sie haben, auch missbräuchlich gegen uns einzusetzen. Das heißt, sie gehen gelassen damit um, haben sie gesagt. Ja. Und wenn dann plötzlich jemand hinter ihnen steht und sie merken, dass ihre Post überwacht wird, was machen sie denn? Ich würde mich natürlich juristisch wehren, aber auf der anderen Seite in meiner Post ist jetzt nichts, wo der Verfassungsschutz dann sagen würde, Heureka, jetzt haben wir aber etwas gefunden. Also wenn Sie damit Zeit verbringen wollen, dann sollen Sie das tun. Ja. Deshalb eben auch die Gelassenheit. Natürlich ist es unschön, ich muss es sagen, es ist ein Missbrauch. Ja. Und leider ist es eben auch in den Augen einiger Bürger ein Ugu, was man uns damit verpassen will. Ich hoffe, dass die Bürger zunehmend erkennen, was hier passiert, dass es eben eine politische Aktion gegen uns ist. Aber als Partei bleiben wir absolut gelassen. Wir machen eine kurze Werbepause und dann sind wir zurück im Gespräch mit Dr. Roland Hartwig, AfD-Bundestagsabgeordneter. Aus welchem Wahlkreis? Aus dem rheinisch-bergischen Wahlkreis. Östlich von Köln, rheinisch-bergischer. Das ist der Wahlkreis, in dem auch Herr Lindner als Direktkandidat kandidierte. Und ist er das wieder am 26. September? Das weiß ich nicht, weil ich ja umgezogen bin. Ich bin jetzt Brandenburger und von daher kann ich das nicht sicher. Warten wir mal ab. Bis gleich. Kurze Pause. Zurück in unsere Sendung aus dem Bundestag und bei mir zu Gast ist Dr. Roland Hartwig. Er ist Bundestagsabgeordneter der AfD und jetzt in Brandenburg zu Hause. Ja. Und Sie sind ursprünglich Berliner. Ich bin geborener Berliner, Ostberliner. Meine Familie ist rechtzeitig vom Mauerbau in den Westen getürmt. Ja. Im Westen bin ich dann noch aufgewachsen und habe nach einem Studium in Freiburg eine Promotion dort auch im Strafrecht über 30 Jahre im Bayer-Konzern in Leverkusen gedient, war 18 Jahre Chefsyndikus, habe sehr viel international gearbeitet, hat mir sehr viel Freude gemacht. Bin dann 2016 dort ausgeschieden. Heimweh haben Sie denn doch gehabt? Ja, also es ist schön. Berlin ist eine wunderschöne Stadt, wunderschöne Umgebung. Und ich muss sagen, so viele Kindheitserinnerungen kommen wieder und machen mir auch besondere Freude. Ja. Und nun sind Sie in der AfD und das macht Ihnen auch besondere Freude, wie ich merke. Und der Beobachtung des Verfassungsschutz fickt Sie eigentlich nicht so an. Ja, also eine Parteiarbeit ist etwas ganz anderes als das, was ich 30 Jahre in der Industrie gemacht habe. Aber ja, es ist wichtig. Ich bin in die Partei gegangen 2013 auch schon, weil ich einfach nicht mehr zuschauen konnte, welche Fehlentscheidungen ja gar nicht mehr diskutiert wurden. Dieser überstürzte Ausstieg aus der Kernenergie, ohne ein alternatives Konzept zu haben. 2015 kam dann noch die Öffnung der Grenzen, aber viele andere Entscheidungen auch, gerade auch die Griechenland-Rettung, das war für mich ein ausschlaggebender Punkt. Man hat alle Verträge, alle Wahlversprechen gebrochen und hat sich dann für Griechenland-Rettungsschirme ausgesprochen, die auch umgesetzt mit Bürgschaftshaftung deutscher Steuerzahler, ganz klar verboten, damals nach den Verträgen. Und da kann man ja immer auf der Tribüne sitzen und sich furchtbar aufregen. Und ich habe mir gedacht, ich bin zwar kein Politiker, aber jetzt machst du es doch. Aber jetzt werde ich Politiker. Jetzt werde ich Politiker in Verantwortung für die kommenden Generationen. Ich habe 5 Kinder. Ich möchte gerne, dass sie auch in einem Deutschland leben, in dem sie sich wohlfühlen, dass Wohlstand, Freiheit, Sicherheit gewährleistet. Und dann bin ich nochmal aufs Feld gegangen. Ja. Sie sitzen ja im Auswärtigen Ausschuss und beunruhigt Sie eigentlich das im Ausschuss, das, was China momentan macht, militärpolitisch, also geostrategisch? Mich beunruhigt im Auswärtigen Ausschuss eher die Konzeptlosigkeit der Bundesregierung im Umgang mit großen außenpolitischen Themen. Ich habe den Eindruck, dass es keine deutsche Außenpolitik mehr gibt und auch eine europäische, hinter der man sich ja gerne versteckt, nicht wirklich stattfindet. Ich habe China selbst erlebt, fast 20 Jahre lang in der Entwicklung von 1998 bis 2016. Und ja, China ist eine der ganz großen Herausforderungen dieses Jahrhunderts. China wird sich, das ist meine Einschätzung, militärisch, technologisch, wirtschaftlich an die Weltspitze entwickeln. Es wird eine Weltmacht werden. Und wird es dadurch zur Bedrohung für den Westen?
Muss nicht. Es ist natürlich eine Herausforderung. Ja, es ist eine andere Gesellschaftsform. Es ist insofern eine Herausforderung für westliche Demokratien. Da gibt es ganz andere Gesellschaftsmodelle, die offensichtlich auch erfolgreich sind. Es ist aber eben auch eine ganz große Chance. Und wie immer bin ich dafür, dass man die Chancen nutzt, sich die Herausforderungen natürlich anschaut, mit den Herausforderungen umgeht. Beispiel 5G-Netz in Europa. Soll Huawei daran beteiligt sein oder nicht? Das ist eine Herausforderung. Oder eben auch der nach wie vor eingeschränkte Zugang deutscher Unternehmen in China auf bestimmte Märkte, in bestimmte Bereiche hinein. Das sind Herausforderungen. Aber man sollte nicht von vornherein das in die eine oder andere Ecke schieben. Es ist eine Herausforderung, es ist aber auch gleichzeitig eine Chance. Sie waren der Chef Syndikus Babaya ja sicherlich damit auch beschäftigt, nachzuforschen oder nachzuweisen, was da alles so kopiert wird zum Schaden Ihres damaligen Unternehmens. Ja, das war in den Anfängen, also vor 20 Jahren, ein richtig großes Thema. Und ich erinnere mich an einen Fall, wo man dann mal nachweisen konnte, dass man kopiert wurde. Und dann sagten die Chinesen mit Augenaufschlag, das ist die Lehre des Konfuzius, ihr solltet euch geehrt fühlen, ehre den Meister und kopiere sein Werk. Das aber nur mal als kleine Randnotiz. Konnten Sie aber nicht lachen? Nein, wir haben überhaupt nicht drüber gelacht. Es hat sich aber deutlich verbessert. Es ist sicherlich noch nicht optimal. Es hat sich ab dem Zeitpunkt deutlich verbessert, ab dem eben auch chinesische Unternehmen Patente eingereicht und erhalten haben. Also selber auf einmal interessiert waren an einem wirksamen Patentschutz. Dass Ihre Erfindung geschützt wird plötzlich. Dass auch die chinesischen Erfindungen geschützt werden. Und von daher war es eine Frage der Zeit. Und heute ist das Thema sicherlich noch nicht ganz optimal gelöst, aber deutlich weniger relevant als vor 20 Jahren. Verstehen Sie aufgrund Ihrer China-Erfahrung, dass unser Verhalten und das chinesische Verhalten an Sachen der Uiguren, ist das den Streit wirklich wert oder müssen wir das zu einem Prinzipienstreit werden lassen und auch so behandeln? Also zwei Dinge dazu. Der Westen kritisiert ja primär die Menschenrechtspolitik am Beispiel der Uiguren Chinas. Aber schauen wir doch bitte mal hin, was der Westen in Afghanistan gemacht hat. 20 Jahre Kriegsführung mit unheimlich viel Leid. Auch da versucht man ja, westliche Modelle der dortigen Bevölkerung aufzuoktroyieren. Erfolglos. Und jetzt wird man sich zurückziehen nach 20 Jahren Krieg und all dem Leid, das man dort verursacht hat. Das heißt, der Westen wäre wesentlich glaubwürdiger, solche Positionen zu verfolgen, wenn er nicht selber auch auf diese Art und Weise eine Politik betreibt, die kritikwürdig ist. Und deshalb stellt sich schon die Frage, ist das möglicherweise nur ein Spielball, ein machtpolitischer Spielball der Uiguren? Was glauben Sie denn? Oder ist es wirklich ein Anliegen? Und ich denke, wenn ich das noch ausführen darf, wenn wir Menschenrechtsverletzungen feststellen, dann sollten wir das nicht primär wie eine Monstranz vor uns hertragen, das schließt auch Türen, sondern erstmal diese Türen öffnen über Kooperationen, über gute Kontakte und dann im Rahmen dieser Kontakte einwirken. Das ist wesentlich erfolgreicher, als von vornherein Frontstellungen aufzubauen. Ich persönlich glaube, dass Menschenrechte sehr stark vom Westen auch instrumentalisiert werden. Nehmen wir mal das Beispiel Hongkong. Hongkong ist ja etwas ruhiger geworden, wurde ja auch gerade von Amerika aus sehr, sehr in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt. Menschenrechtsverletzung und demokratisches Vorgehen. Interessant ist, Hongkong war bis 1998, ja wie Sie wissen, eine Grundkolonie von Großbritannien, auch nicht demokratisch organisiert. Aber ich erinnere nicht, dass der Westen bis 1998 irgendeine kritische Stimme erhoben hätte über die mangelnden demokratischen Rechte der Hongkonger Bevölkerung. Jetzt ja, und das unterstreicht schon die Einschätzung, dass es politisch ausgerichtet ist. Also wenn ich richtig verstehe, ist alles ein bisschen hinterfragen und mehr hinterfragen als jetzt. Unbedingt. Das ist aus meiner Sicht das Entscheidende. Ich bekomme einen ersten Eindruck, aber der ist oftmals nicht wirklich komplett. Und deshalb ist es immer gut, sich mal die Gründe anzuschauen, die Historie anzuschauen und vor allen Dingen immer wieder die Frage zu stellen, cui bono, wem nutzt es, wem genutzt eine bestimmte Position? Nehmen wir Nord Stream 2, der Amerikaner, wo wir genau das Gleiche hier erleben, dass man offensichtlich jetzt sich versucht, über solche wirtschaftliche Fragestellungen Politik zu machen. Und deshalb sollte man es immer wieder kritisch hinterfragen und vor allen Dingen auch eine eigene Politik definieren, die eben eigene Interessen, deutsche, europäische Interessen verfolgt. Eigene Interessen verfolgen in der China-Politik ist ja zu Recht. Daimler-Benz verkauft, glaube ich, 60% seiner Autos in China inzwischen. Das heißt, müssen wir aufpassen oder müssen wir sogar Angst haben vor der chinesischen Militärpolitik,
wenn ich mal auf Taiwan gucke, das Trommeln vom Präsidenten Xi und sagt, das gehört zu uns, das holen wir uns wieder. Ja, also die chinesische Armee ist weitaus schwächer als die amerikanische. Und ich kann bisher nicht feststellen, dass die Chinesen eine sehr aggressive Militärpolitik betreiben. Wir besetzen doch eine Insel nach der anderen. Sie besetzen nicht irgendwelche Inseln, sie gründen vor allen Dingen Inseln im südchinesischen Meer, um ihren Hoheitsbereich auszudehnen. Ja, jetzt sind wir wieder bei einer Bewertung. China ist eine wachsende, und ich meine wirklich eine kommende Weltmacht. Und China verteidigt seine eigenen Prinzipien, seine eigene Struktur, sein eigenes Land. Es ist ein anderes Wertesystem. Und wir haben doch gesehen, dass gerade auch der Westen mit Gesellschaften, die nicht den westlichen Vorstellungen entsprechen, sehr rustikal umspringt. Ich sage als Beispiel nur den Irak mit Hussein, ich sage Libyen mit Gaddafi, ich sage Syrien mit Assad. Das heißt, ich kann durchaus anerkennen, dass Länder auch ein Schutzbedürfnis haben, ihre eigenen Gesellschaften zu verteidigen. Also müssen wir keine Angst haben. Wir müssen es beobachten. Wir sollten es ernst nehmen, aber wir sollten nicht von vornherein sagen, Angst oder keine Angst. Wir sollten es analysieren. Ich sagte vorhin schon, wo sind die Chancen, wo sind die Risiken, wie gehen wir mit den Risiken um? Und jetzt da eine Fregatte, die Fregatte Bayern, in das südchinesische Meer zu entsenden, das ist so ein bisschen Kanonenbootpolitik Anfang des 20. Jahrhunderts, halte ich für völlig überflüssig. Eine simple Frage, muss der Bundestag da nicht zustimmen? Wenn ein deutsches Kriegsschiff nach Asien geschickt wird? Der Bundestag muss meines Erachtens nur zustimmen bei Auslandseinsätzen. Und ich hoffe nie, dass das ein Auslandseinsatz der Also ist es ein Freundschaftsbesuch? Es ist eine Machtdemonstration. Es kann sein, dass wir das auch noch vorgelegt bekommen. Es ist eine Machtdemonstration von jemandem, der eigentlich militärpolitisch nur über Wattebäuschlein verfügt. Das sollten wir uns immer vor Augen halten. Und es bewirkt nichts. Sehr politisch nur über Wattebäuschchen. Es bewirkt überhaupt nichts. Im Gegenteil, es schließt uns Türen zu. Lass uns mit China reden. Lass uns auch die chinesischen Interessen auf den Tisch legen. Lass uns nach Interessenausgleich schauen, wie wir das mit anderen Ländern auch tun und nicht von vornherein mit Vorurteilen an ein Land herangehen. Ich würde noch gerne Ihre Einschätzung von Russland hören, was Putin macht gegenüber Deutschland. Und gegenüber der Ukraine jetzt, ist das Säbelrasseln oder ist das Vorbereitung zum Säbeleinsetzen? Also wir sind ja als AfD sehr auch daran interessiert, auf einen Ausgleich mit Russland. Wir hatten ja doch mal eine Phase, so in den 90er Jahren, wo wir dachten, wir schreiben jetzt wirklich eine völlig neue Geschichte der Entspannung, auch gerade in Europa. Der Kalte Krieg ist überwunden. Leider ist man doch in Teilen wieder zurückgekehrt zu dieser Konfrontation. Und wir sind deshalb gegen die Sanktionspolitik, die wir ja gegenüber Russland fahren, aufgrund der Krim-Besetzung. Ich frage nochmal, wenn man glaubwürdig ist, warum keine Sanktionen gegen die Türkei, die große Teile Syriens besetzt hält? Also da wird einfach die Glaubwürdigkeit des Westens von vornherein zerstört. Auf Dauer wird es Frieden in Europa ohne Russland nicht geben. Und was ich eben auch sehe, ist, dass man durch diese ganze Konfrontation Russland Richtung China abdrängt. Nehmen wir mal das Thema Nord Stream 2. Jetzt gibt es ja auch hier bei uns im Bundestag zunehmend die Forderung, dieses Projekt nicht zu beenden, obwohl es eigentlich im Interesse Deutschlands und vieler anderer europäischer Staaten ist, eine Energiepipeline direkt aus Russland zu bekommen. Umgekehrt, das ist vielen ja gar nicht bewusst, gibt es eine Gaspipeline zwischen Russland und China. Russland beliefert 30 Jahre lang Gas an China, ein Projekt von 400 Milliarden Dollar, glaube ich. Das heißt, wir müssen sehen, dass wir Russland nicht abdrängen Richtung Asien, sondern wieder heranholen an Europa. Und ich will jetzt die Politik von Putin nicht im Einzelnen bewerten. Ich stelle immer nur die Frage, was kommt nach Putin? Wer könnte es denn besser? Russland ist immer noch dabei, Demokratie zu lernen. Sicherlich auch noch mit vielen Kinderkrankheiten, aber insgesamt auf einem nicht unvernünftigen Weg. Die Ukraine, wenn ich das noch ganz kurz ergänzen darf, ich glaube nicht, dass es wirklich einen größeren militärischen Konflikt gibt. Aber es ist schon auffallend, seitdem Biden US-Präsident ist, fühlt sich Zelensky offensichtlich ermutigt, auch mit Forderungen aufzutreten, die ungewöhnlich sind. Entweder atomare Bewaffnung der Ukraine oder Beitritt zur NATO. Das eskaliert, das entspannt nicht. Wir beobachten das weiter. Wir sind am Ende unserer Sendung. Ich bedanke mich hier recht herzlich bei Dr. Roland Hartwig, AfD, Bundestagsabgeordneter und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns wieder, wie immer, montags 20:15 Uhr aus dem Bundestag. Bis dahin, danke und tschüss.